Martin, ich frage mich manchmal, ob wir nicht das mit der Wissenschaft einfach bleiben lassen sollten und in die Esoterik überwechseln sollten. Also lukrativer wär's. Als Physiker würde ich es mir auch überlegen. Aber ist egal, hast du mit Esoterik irgendwelche Erfahrungen gemacht? Esoterik, ja, halt so die Einsteiger-Esoterik, früher beim Röhrenbildschirm. Ja, so alt bist du, okay. Ja, man sieht es mir halt nicht an. Ich passe halt gut auf mich auf, ich schmier mich immer gut ein. Ja, da habe ich halt auch immer so den fetten Rosenquarz oben liegen gehabt. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, das heißt, es ist gut für die Augen. Ich habe immer gedacht, das ist super. Da habe ich eine Ausrede, dass ich quasi unendlich fernschauen kann, ohne dass die Augen viereckert werden. Und ich wollte das legitimieren, meinen Fernsehkonsum. Aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört. Nicht, weil ich eingesehen hätte, dass das nicht funktioniert, sondern dann sind halt die Flachbildschirme gekommen, dann fällt der hinten immer runter.